Wunderschönen guten Morgen, liebe Campingfreunde. Willkommen zum nächsten Teil, zum zweiten Teil. Top Stellplätze am Bodensee. Ich stehe hier immer noch in Bodmann. Bei herrlichem Wetter. Heute soll es richtig schön knackige 25 Grad werden. Und abfahrbereit zum nächsten Stellplatz. Ich habe vor, einen Stellplatz anzufahren, bei dem ich schon ein paar Mal gestanden bin, aber noch nie übernachtet habe. Gefällt mir recht gut. Vor allen Dingen auch ganz viele Fahrradstrecken und ein schönes Strandbad. Ideal zum Biken. Aber bei dem heutigen Wetter, heute ist Samstag, könnte ich mir vorstellen, dass es schwer wird, einen Platz zu finden. Zumal der liebe Murat mich noch besuchen kommt. Mit dem treffe ich mich jetzt gleich. Und dann wird es natürlich noch schwerer, für zwei Wohnmobile einen Platz zu finden. So, wir haben einen Platz bekommen, der Murat und ich, und zwar auf der Insel Höri, Halbinsel Höri. Da ist ein schöner Campingplatz und ein neuer Stellplatz vor dem Campingplatz. Man kann dort alles nutzen. Geschafft, einen Platz gefunden, und zwar hier Campingplatz Horn, Halbinsel Höri. Richtig traumhaft hier, eine tolle Natur. Hinter uns ist der Campingplatz. Dort kann man natürlich auch stehen, und der ist noch ziemlich leer, wie ihr sehen könnt. Überrascht mich jetzt gerade ein bisschen, wobei die Sommerferien, die Osterferien sind ja fast vorbei. Aber heute Morgen soll es mal richtig knackig werden. Und hier vor dem Campingplatz ist ein neuer, schöner, kleiner, schnuckliger Stellplatz. Da passen auch jede Menge Vans und Wohnmobile hin. Kostet 23 Euro die Übernachtung mit Strom, mit Wasser etc. etc. Und ihr dürft die ganzen Modalitäten hier, die ganze Infrastruktur vom Campingplatz nutzen. Sanitären Anlagen, Bäckerei und natürlich Strandbad. Aber das sehen wir alles noch, würde ich sagen. Der letzte Teil, ich verlinke euch den mal, da ging es ziemlich anstrengend zu, wenn ihr mich verfolgt habt. Hoch auf die Kapelle. Mein lieber Scholli, da hat das Herzl aber gepumpt, aber bestimmt 2 Kilo verloren, ist ja auch nicht schlecht. Ne? Also von dem abgesehen wird es heute ein bisschen ruhiger, dafür schmeißen wir vielleicht mal den Grill an. Mittlerweile ist der Murat auch eingetroffen, hier, den habt ihr ja auch schon gesehen bei mir auf dem Kanal. Murat, hallo, servus. Servus, schön, dass du hier dich dazu gesellt hast. Gerne. Ja, mit seinem, wie heißt der, Toni, gell? Toni, ja. Mit seinem Toni, schönes Fleckchen hier, gell? Ja, wunderschön, sehr ruhig. Wunderschön. Und ich würde sagen, wir gucken nachher mal hier, was der Campingplatz hier zu bieten hat. Die ganze Anlage ist schon ziemlich schräg hier. Es ist auch noch feucht, wie ihr sehen könnt. Da sind schon einige stecken geblieben. Aber ohne Unterlagskeile wird das Ganze vielleicht ein bisschen ungemütlich, würde ich sagen. So, hier seht ihr. Wasseranschluss direkt vor Ort. Ein kleines Lämpchen und natürlich Strom. Vor dem Check-in hier, ja, müsst ihr anhalten, und dann geht es hier Richtung Stellplatz, und die Anmeldung zeige ich euch gleich. So, hier haben wir dann den Check-in, und hier alles selbsterklärend, ja, alles selbsterklärend, Deutsch etc. etc. Und dann hier haben wir den Grundriss vom Campingplatz, und hier unten ist dann der Stellplatz, und wir stehen hier auf 13 und 14. Echt gut gemacht. Ne? Auch Bäckerei ist hier offen, direkt am Campingplatz.
Hier die Bäckerei Nestle. Brötchen, Baguette, alles was ihr wollt, Getränke. Also auch wenn mal hier ein bisschen Schaum ausgeht oder sonst irgendwas. Snickers natürlich auch, hier jede Menge Süßigkeiten. Also hier könnt ihr dann shoppen gehen. Alles was ihr wollt. Ne? Ja, der Murat hat sich auch gleich verpflegt. Ne? Was hast du denn da Schönes geholt? Eine Brezel für einen kleinen Hunger. Ah, Brezeln. Ich habe heute Morgen nämlich noch gar nicht so richtig gefrühstückt. Ah, und deswegen okay. Für den kleinen Hunger zwischendrin. So muss es sein, jawohl. Genau. Also Liebe dagelassen. So alles klar, Kaffeebäckerei Nestle. Jawohl, gucken wir mal weiter hier, Murat, oder? Ja. Ein schöner Sammelplatz haben wir hier. Auch hier noch jede Menge Platz, schaut euch das an. Platz ohne Ende. Hätte ich nicht gedacht. Love can be a ship, a ship, a ship. Love can be a stone, a stone, a stone. Love can be a sail, a sail, a sail. Taking me to shore, to shore, to shore. Love can be a dream, a dream, a dream. Love can be a game, a game, a game. Love can keep you real, so real. Leute, ist das nicht ein Genuss hier? Schaut euch den Ausblick an. Der Bodensee ist heute so schön ruhig und noch mit leichtem Nebel überdeckt. Wow, einfach nur herrlich, einfach nur herrlich. Und vor allen Dingen der klare See ist wirklich beeindruckend. Richtig schön klar, ich würde am liebsten gerade reinspringen, Leute. Aber wer weiß, was noch kommt. So Murat, wie wär's? Eine Runde schwimmen? Hä? Am liebsten wirklich. Ja? Am liebsten da reinspringen, gell? Guck mal, wie klar das ist. Sauber, ja. Alter Schwede. Ja. Das macht einen schon richtig an, aber ich glaube, es ist noch richtig kalt. Na klar, mal testen. Ja? Ich hätte auf jeden Fall nicht damit gerechnet, dass so wenig los ist hier. Ja. Ja? Wobei ich das ja klasse finde. Ne? Übrigens auch Murat hier mal abchecken. Murat vloggt. Cooler Kanal, da geht es um Fotografie, um Wandern, um Wohnmobile etc. etc. Demnächst nach Schweden. Schweden, ja. Mit deinem Toni, ne? Mit dem Wohnmobil, ja. Cool, cool, cool. Da ja. Kommen natürlich auch noch einige Videos, ne? Also von dem abgesehen, auch hier ein bisschen Liebe da lassen. Schadet nichts, Leute, schadet nichts. Und kostet nichts vor allen Dingen. Jedes Abo ist kostenlos und das wissen vielleicht viele gar nicht, ne? Dass man, wenn man Abo im Button drückt, dass man da irgendeine Verpflichtung eingeht oder sonst was. Ihr könnt uns auch wieder deabonnieren, aber so ein Abo-Button ist für uns einfach wie ein Applaus und wir freuen uns über jeden Neuen in der Community und ihr verpasst somit kein Video mehr. So, und da hinten, ganz da hinten, der Hügel, der ist die, also das ist schon mal Schweiz, hier Steckborn hier, Berlingen hier auf der Seite und da hinten auf dem Hügel ist das schöne Napoleon-Museum. Da waren wir schon mal. Ich verlinke euch das mal oben. Ne, im schönen Napoleon-Museum. Echt eine Reise wert. Vorbildlich, so habe ich das gern, Leute. Hunde-WC und genügend Tüten. Ne, so muss das sein. Gruß geht raus an die Akira. So muss das sein, jawohl. Hier übrigens der Einlass hier zum Strand. Da geht es dann runter. Und zack, seid ihr schon wieder am Campingplatz. Einmal durchlaufen und am Stellplatz angekommen. Also easy. Ne? Man muss nicht unbedingt hier auf den Campingplatz. Hier oben übrigens die Übernachtung so um die 40 Euro. Ich glaube mehr, 43, wenn mich alles täuscht. Und der Stellplatz oben dran wesentlich günstiger. Und mit dem Van reicht es. So, ich würde sagen, schwingen wir uns mal aufs Bike und fahren mal ein paar Kilometer, wenn wir es schon dabei haben, logischerweise. Ne? Und dann werfen wir nachher später noch den Grill an und lassen es uns gut gehen. Da wäre ich doch fast ohne Helm losgefahren, Leute. Geht gar nicht. Safety first, ganz, ganz wichtig. Helm muss an. Caught behind Venetian blinds, had to reach for the city lights.
this ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the fold, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Und ganz da hinten komme ich her und hat echt Spaß gemacht. Ich könnte auch wieder zurückrudern, radeln, aber kein Problem. Aber ich will ja ein bisschen Abwechslung reinbringen. Deswegen habe ich beschlossen, fahren wir mit dem Schiffchen zurück. Von Öningen Abfahrt nach Geienhoven. Und dann sind wir auch schon wieder fast am Stellplatz. Aber ein bisschen Schifffahren habe ich jetzt Bock drauf. Aber das kommt erst ein paar Minuten. Deswegen bleibt noch Zeit für einen schönen Kaffee. Jawohl, der macht den Abgang hier. Wow, so ein langer Hals. Der ist halt schon sinnvoll. Junge, schaut euch an, der kommt ganz runter. Ja, hübscher. Die wissen genau, wie hübsch sind die Schwäne. Ne? Yeah.
So Leute, das war noch geil, oder? Ja? Länger weitergefahren, wie ich eigentlich wollte mit dem E-Bike. Und deswegen bin ich da doch lieber zurückgefahren mit dem Schiff. Und das war jetzt richtig, richtig Jackpot bei dem Wetter. Ne? Hat richtig Spaß gemacht. Also ihr könnt hier wirklich fahren, ein bisschen puppen. Und wenn es euch zu viel ist oder der Akku leer ist oder eure Muskeln schlapp sind, dann fahrt ihr einfach mit dem Schiff zurück und habt somit gleich noch eine geile View. Wurde zwar wegen frisch auf dem Bötchen, aber es hat sich allemal gelohnt. Und die Fahrt jetzt circa eine halbe Stunde hat jetzt gedauert von Öningen hierher, kostet mit Bike, hat es jetzt 18 Euro gekostet. Kann man nicht motzen, ne? Kann man nicht motzen. Speise und Getränke sind halt schon extrem, ja, da zahlt man halt. Aber egal, hat sich gelohnt und ich würde sagen, Murat, hi. jetzt schmeißen wir erstmal den Grill an, oder? Ja genau, mach mal. Jetzt habe ich nämlich Hunger, Leute. Kein Fleisch, 100% aus Soja, Proteinen, ja, geht auch, wenn man sich das lecker zubereitet. Natürlich hier mit meinem coolen Nomadic Grill, der eigentlich im zugeklappten Zustand aussieht wie eine Handtasche, Murat. So, lecker. Die Frikadellen hier verpackt in die Wraps. Lecker Salat dazu. Und das Johannisbeerspritz, was ich mir gestern besorgt habe. Lass dir schmecken. Danke. Die Frikadelle aus Tofu schmeckt mir sogar besser wie eine richtige Frikadelle. Die ist so gut gewürzt und alles. Ist einfach nur herrlich. So, dann viel Spaß, Murat. Ups, okay. Hals- und Beinbruch, sagt man so, gell? Ja, weißt du, ich habe ja... Der Lenker ist vielleicht ein bisschen hoch für dich, aber egal, müsste passen. So, erste Stufe. So, Stufe 3 ist am besten, ne? Oh, ich könnte mal wegen Luft aufpumpen, fällt mir gerade ein. So, Kino-Time, hä? Dank Stil. Ja, klar. Erste Teil von meiner Bodensee-Tour läuft gerade. 18 Uhr Samstag. Wer noch nicht gesehen hat, ich verlinke euch mal. Da stehen wir. Genau. Richtig viel Action und war richtig cool der erste Tag. Aber auch heute muss ich sagen, ein richtig gelungener Tag. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob ich hier keinen Schnittfehler drin habe. Da kommt er ja wieder. Und? Mega. Mega. Mega, wirklich. Hat Spaß gemacht. Also ich bin ja wirklich, ich habe zwei E-Bikes, Mountainbikes und beide wirklich Top-Qualität. Aber das ist hier nochmal was anderes, muss ich echt sagen. Cool, freut mich. Richtig, freut mich, dass ich es nicht nur selber so cool finde. Ne? Finde ich echt stark. Wirklich, also tolles Fahrgefühl und Wahnsinn. Hast du mal jede Motorstufe genutzt? Richtig, ja, ich habe es genutzt. Und, wow. Ist cool, gell? Ja. Thank you.
So, einen kleinen Drohnenflug am Schluss, oder fast am Schluss, über den schönen Platz hier und den schönen Bodensee hinter uns. Also, wenn euch das gefällt und ich weiterhin für euch Stellplätze anschauen soll hier am Bodensee, dann lasst doch mal ein schönes Kommentar da. Würde mich freuen. Ein Daumen nach oben. Tut auch nicht weh. Und Abo natürlich auch. Ist immer ein schöner Applaus. Aber ich würde sagen, jetzt geht langsam die Sonne unter. Aber wir trinken noch ein kleines, schönes Absackerchen mit einem kleinen Kaminfeuerchen oder einem kleinen Lagerfeuerchen. Die den Kanal kennen, wissen, was ich meine. Hä? Du packst Sachen aus. Schau mal hier, unser Lagerfeuerchen. Wenn es dunkel ist, dann kommt es noch viel besser. Ja, dann kommt es noch viel besser. Flextail lässt grüßen. Flextail? Flextail? Jawohl. Amerikanische Firma für Outdoor-Equipment. Da habe ich ja schon einige Sachen vorgestellt, zum Beispiel der Mückenschutz. So, liebe Campingfreunde, schön, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid und uns ein bisschen verfolgt habt hier in Horn am Stellplatz, Campingplatz Horn. Lasst mal ein bisschen Liebe da, wenn ihr hier seid und erinnert euch an das schöne Video. Ist ja jede Menge möglich hier zu Bike, zu Fuß oder auf dem Schiff. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt den nächsten Stellplatz an, im nächsten Teil, wo auch immer das sein wird, keine Ahnung. Vielleicht habt ihr eine Idee, rund um den Bodensee. Welchen Stellplatz soll ich mal testen für euch? Soll ich mal anschauen? Ich habe noch ein paar Ideen, lasst euch mal überraschen. Ja? Wir werden auf jeden Fall noch was zusammen auf die Beine stellen. Aber jetzt geht es erstmal ins Bett. Morgen ist Sonntag, noch ein bisschen was mit der Caro, mit der Akira machen. Und dann geht es wieder los, die Arbeiterei von nichts kommt nichts. In diesem Sinne, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und schaltet gerne das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Daumen nach oben. Bis bald, euer Aki. Ja. Wir sind raus. Schönen Abend.